So, hallo, herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Channel von dem Jörg. Ihr seid wieder live dabei, heute bei dem Spiel Firefall. Und ich drück mal hier auf Welt betreten, dann sollte es auch schon bald losgehen. Mit dabei ist mein Kumpel der Norman. Sag mal hallo. Hallo. Sag mal hallo. Sag mal hallo. Jetzt hat er endlich den Button angenommen. Ich habe hier drauf gedrückt. Und ist nichts passiert und jetzt tut sich hier was. Korallenwald steht da. Und bisher noch. Great sogar. Soll ich diesen Boost aktivieren? Ja, kurz bevor wir Action machen, auf jeden Fall. Please render assistance. Also mach ich mal aktivieren Boost. Zack. Welchen Level bist du denn? Ich bin Level 10. 10? 10, ja. Oh mein Gott. Muss ich an den Molekulardrucker oder? Nee. Battle Frame Station muss ich. Was? Für deine Klasse oder? Ich muss erstmal E drücken. Und da, ja, da stehen Zerstörer Level 10, den habe ich gerade. Dann Stürmer Level 1, Biotech Level 17, Pionier 9. Dann nimmst du den, den du meinst. Pass mich dann da an, also mein kleinstes ist 14er Zerstörer. Zerstörer, für die es nicht wissen, ist hier der Tank, Minigun. Der Tank? Ich bin dann lieber der mit diesen Geschütztürmen. Das ist Biotech, oder? Pionier. Pionier? Erste Klasse ist Pionier. Zweites Bastion. Okay, Pionier ist ausgerüstet. Level 9. Wir können irgendwo uns treffen. Ja, ich lade dich gerade ein. Ah, da ist was. N. Truppeneinladung annehmen. Oh. Ja. Mal. Machen wir einfach, oder warte, vielleicht bist du schon auf der Map, weil es gibt hier verschiedene Server und scheint gerade auf einem unterschiedlichen Server zu sein. Mach mal slash join leader. Slash join leader. Ja, jetzt lockt er sich irgendwie um. Wird er sozusagen auf den Server hier transportiert, jetzt ist er auch auf der Welt, jetzt sehe ich ihn. Erfahrungsboost angewendet, zack, boom. Wegepunkt markiert. Okay, ich komme zu dir. Beziehungsweise Level 10, sagtest du, oder was? Level 9. 9. Wo ist jetzt die Markierung hin? Eben war sie doch noch irgendwo da hinten. Ja, ich hab's gefunden. Trupp-Wegepunkt. Ach, da bist du. Ja, gut. Bist du eben an mir vorbeigefahren? Nein. Ich hab 1,6 Kilometer auf dem Weg zu dir. Ich geh einfach mal zum Trupp-Wegepunkt. Mit dem Bike zu. Das so, ich so bin angekommen. Hier. Direkt hier am schönen Strand von Malibu. Ein Account, der teilt sich alles, auch das Inventar, nur das angelegte Inventar ist separat. Man kann jederzeit Klasse wechseln, entweder mit so mobilen Stationen, die man jederzeit in der Welt setzen kann, oder halt in den Städten. Wechselt man die Klasse, die man gerade will. Es gibt unterschiedliche Bonus hier am Tag, also ab und zu so für Klassen halt. Bonus EP, nutzt natürlich die weiter mehr zu spielen. Da gibt es einige Klassen, halt den Tank, Sunny, Ingenieur, Scharfschützen, Filmerklasse, so mehr agil. Waffen kann man immer zwei tragen, also man hat immer eine Hauptwaffe. Und eine Sekundär, und bei den Sekundär kann man je nach Bedarf Schrotflinten, Maschinenpistolen. Und ich bin jetzt hier der Pionier.
Und der hat so Geschütztürme. Da kann man Geschütztürme aufstellen. Ich glaube, 2 Stück an der Zahl. Nee. Nee? Der Pionier kann, das ist ja die erste Klasse, der kann wesentlich weniger als der T2er, der die Bastion stellen. Aber der kann auch schon wesentlich mehr, also von vornherein kann er wenig stellen, das ist richtig. Da, aber da, die verbesserst du einfach, dann kannst du davon wesentlich mehr tragen. Ich habe eben gerade nämlich mal einen aufgestellt, schwerer Geschützturm Stufe 2. Da steht auch 420 TH Chasprin. Das 420 TH ist der Gruppen- oder Gildenname. Weil das zählt als Einsatzgegenstand. Wenn du da einen zu Einsatzmaximum reinpackst, kannst du halt 2 Geschütztürme stellen. Aber die CD teilt sich natürlich trotzdem, wenn du 30 Sekunden Nachzauberzeit hast für deinen Geschützturm. 30 Sekunden erstmal warten. Wie kann ich denn meinen Charakter von vorne angucken? Da ist er! Mit seinem Strohhut! Na wen? Ruffy ist unterwegs. So, und hinter uns ist sogar schon ein Mist. Und dein Minigun ballert hier irgendwie wieder rum. Turret destroyed. Warte mal, und hier nochmal zur Steuerung. Welche Rennen hattest du noch irgendwo? Ah, hier kann man ja auch fliegen. Ah, habe ich ganz vergessen. Mann. So lange schon nicht mehr gespielt. Ich habe eben gerade gedacht, oh, das Hüpfen und das Fliegen, das habe ich noch nie so richtig gemocht. Weil ich immer von den Bergen runterfalle. Eigentlich ist es ja ganz cool, so zu gleiten, zu fliegen, aber wenn man oben ist, ich habe ja ziemliche Höhenangst. Hier los? Was hier los? Zack, mal aufstellen. Die werden jetzt denken, was macht denn der da? Hier kann man nirgends. Ah, hier. Keine Ahnung, ich glaube, die machen da gerade Quest. Nee, doch nicht. Ist tatsächlich hier ein Mini-Event. The bomb is somewhere in here, boss. Look for reactor resonators nearby that you can use to defuse the bomb. Nice work, boss. But we're not. Bist du da hochgelaufen? There's still 2 more resonators. There's 1 more resonator left. These bombs display. Da ist er wieder mit dem Strohhut. Ich habe ihn wieder gefunden. Red, black and white. Und da liegt die nächste auf dem Boden. Zack. Jetzt habe ich gar nicht auf die Uhr geguckt, wann wir begonnen haben. Wie lange streamen wir denn jetzt schon? Oh, was ist das? Sollen wir die totschießen? Oh, jetzt hier. Ares, Missionsbelohnung. Ja, das war auch dieses kleine Mini-Event hier, was wir gemacht haben. 40.000 Erfahrungspunkte. Das ist eigentlich gut gegeben haben, ja. Ja, das ist gut. 40.000 sind wir gut. Ah, hier oben ist auch eine Schatztruhe, die man aktivieren kann. Die blinkt so vor sich hin. Und, ja, wird auch angerechnet. Wie geht das nochmal? Wie kann ich das Geschenk öffnen? Das Geschenk mit N. Mit B. Und dann auf die Kiste drücken. Oder V. Ich hab's. Belohnung. Und was krieg ich? Am Anfang immer nur wenig Christit. Genau, da steht's auch. 179 mal Christit. Und das ändert sich immer in den nächsten 15 Minuten. Weiter. Okay, weiter. Wo bist du? Wieder hin? Ja, vor der Tür unten. Vor der Tür? Kann ich hier irgendwo raushüpfen aus dem Fenster? Ja, ganz normal wieder. So wieder reinkommen, ist die Rampe runter. Ja. Ich bin schon auf dem Weg, aber ich glaube, ich habe mich schon wieder verlaufen. Ne, da ist er.
Das hier sieht ja auch schön aus. Dieses Korallenriff. Naja, es ist kein Korallenriff, aber so ein schöner Beach. Sieht mega aus. Ich hoffe, das kommt dann auch so im Video rüber. Naja, das sieht cool aus, wenn man da oben steht und dann mit dem Leiter da rumfliegt. Ja, was haben wir denn noch? Wir können mal gucken, können wir einen Sampa stellen? Ja, Sampa. Da habe ich jetzt mal Lust drauf. Und eine Easy Sumping, hier steht auch schon jemand. So, da brauchen wir ja den Hammer für. Zack. Noch mal ein bisschen von der Base weg, weil Basen geht's nicht. Wollen wir den da einladen, der uns hier folgt? Oh, Eisenherz, 34%. Ja, kann ich machen. Naja, jetzt rennt er gerade weg. Wer ist da? Gröninger. Genau, ne, Gröninger mit Ü. Ja, hab ihn. Zack, ein Byte. Also ich hoffe, die Soundeinstellungen passen jetzt, weil wir haben 2-3 Mal das Video gestartet und beim ersten Mal hatte ich überhaupt keinen Sound. Beim zweiten Mal warst du zu laut, ich zu leise. Und ich bin mal gespannt, wie das Ganze jetzt hier gleich sich anhören wird. So, Sampa-Status 0%, Zustand 100%. Mein Geschützturm geht schon ab, da hinten. Jo. Du hast mal was gesagt von wegen, ich kann mehr Geschütztürme stellen als wie nur den einen. Ja, eigentlich schon. Also zum Anfang, wie gesagt, noch nicht. Man muss dann halt 1 zu 1 als Maximum. Als Stein in den Skill packen. Jetzt hat er sich irgendwie abgegradet. Ja, genau, jetzt ist er Stufe 2. Jetzt hat er 2 Miniguns. Stärker, dauert halt eine gewisse Zeit. Und wenn deine CD rum ist, dann siehst du ja eigentlich, wenn du dann nochmal Geschütz umstellst, ob dein Alter verschwindet oder. Da hinten steht auch ein Geschützturm von irgendjemand. Auch Stufe 2, Level 17 aber. Kann ich noch irgendwas hier aufstellen, außer den Geschützturm und das andere, was ich da hier hingesetzt hatte, was schon wieder weg ist? Um dieses Ding umstellen, falls er genug umkommt, am Monster. Genau, das hatte ich ja eben gerade schon mal aufgestellt, das ist ja so ein Schutzschild. Das ist ein Ratatatatier. Kammerjäger. Oh, 750 von 1000 irgendwas. Ja, das gibt jetzt auch mal die Erfolge. Falls dann Sachen zum richtigen Skill freischalten, die dann aktiv werden. Also es sieht nicht nur so aus, es ist wirklich Action angesagt gerade. Und da schnappt er mir das ganze Kristit weg hier. Das Hamper ist noch ganz okay. Oh, was kommt da denn alles? Ich hoffe mal, hier kommen gleich keine außerirdischen Kapseln oder sowas. Was? Außerirdische Kapseln? Na. Das werden wir jetzt sagen, ich bin nicht verwirrt. Immer wenn ich, zu ihm sage, na, dann ist das so ein Spruch aus der Big Bang Theory, weil wir das so gerne gucken. Das sagt nämlich der Leonard zum Sheldon immer. Du hast gar keinen Turm mehr draußen, ne? Der hält auch nicht ewig. Oh, ich habe keinen Turm mehr? Oh, dann muss ich wohl wieder einsetzen. Ja.
direkt mal hier. Gut, dass du es gesagt hast. Ach, den muss ich ja auch irgendwie reparieren, oder? Ich lasse den einfach hier nur stehen. Und du kannst den Turm ja auch reparieren. Ja, das hatte ich ja eben gerade gesagt. Aber wie geht das nochmal? Mit der rechten Maustaste, oder? Oh, was ist hier los? Ja, ist so schön, ich bin überfordert vom überfordert sein. Da oben ist einer. Boah, jetzt geht's hier ab. Ich komme hier mit dem Monstervisieren gar nicht hinterher. Ah, so, mit rechter Maustaste und der Primärwaffe kann man... Okay. Mit dem Mausrad kann man übrigens die Waffe wechseln. Ganz machen den Rest. Oh, da haben wir einen Spawn. Cool. Oh, das ist nicht fest hier oder was? Da. Da kriegen wir gleich nochmal extra Bonus, weil das ist noch kein Mini-Event gewesen. Mini-Event? Sampe abgeschlossen. Jetzt muss ich schnell zum Sampe, damit ihr seht, wie der jetzt hier hochfliegt. In und guckt euch das an, Leute. Ab geht's. Fort ist er. Und jetzt kann man hier auf N drücken. Sampe-Ergebnisse anzeigen. Erfahrungspunkte 10.196. Prozent abgeschlossen, 100%, ist logisch. Und hier Arana-Befall beseitigt. Belohnungsfenster kann auch direkt angezeigt werden. Leider nur 4.300, aber auch gut. Man nimmt ja alles mit. Wird es hier schon wieder dunkel oder kommt mir das nur so vor? Deine Augen leuchten nämlich so. Hier, lass mal da zum Lager. Ich kann dir ein bisschen helfen. Da ist nämlich ein Banditenanführer. Sollte hier jedenfalls noch einer irgendwo sein. Da schießt jemand, ne? Na da. Jetzt kein Spawn? Nee. Noch irgendwo einer? Da steckt er. Und Spawn jetzt. Gib ihm! Ah, die Waffe muss nachladen. So. Wäre cooler, wenn die Waffe schneller nachladen würde. Dann könnten wir hier auch noch mehr reisen. Das ist ja fast wie der ewige Kreis hier. Oh, oh, Belohnung. Banditenanführer wurde besiegt. Und anzeigen. Ich will ein Level up. Ich will unbedingt ein Level up. Damit ihr seht, wie schön das aussieht. Aber das klappt wohl nicht. Weil ich bin erst bei 70.000 von 69. Von 89.000. Boah, geht doch schon schnell. Da bräuchte man noch 19.000 XP. Das geht doch easy. Und dann noch. Was ist eigentlich los? Was ist denn hier mit diesem Banditen-Datenpad? Hier, da vorne. Ach, das ist jetzt nur zum Kisten aufmachen, wenn der Bandit gestorben ist. Der Anführer, dann lässt du dieses Pad fallen und mit dem Pad kann man dann die Kisten öffnen. Also soll ich das nehmen mit E? Und wohin? Hier vorne. Wegepunkt. Null, ist ja noch da hinten. Ich hab hier irgendwas geöffnet oder so, keine Ahnung. Ja. Ich komm mal zu dir. Das ist richtig, genau. Du hast doch einen roten Ton gehabt.
ist er. Fazaron. Nicht zu verwechseln mit Fazaron. Und, oh, Leute. Andreas, ich rufe dich gleich zurück, ja? So in 10 Minuten, Viertelstunde. Bis dann, ciao. Das wird denen jetzt nicht gepasst haben, aber... Wohin mit dem Datenpad? Geht nicht. Ich musste erstmal hier einen Bandit umbringen. So, ja, oder ich mach das. Und wir haben hier die Kisten und dann einfach hier aufmachen. Und schon, schon, schon. Noch drei. Und dort und dann wohnen kommen. Der ewige Kreis. So, schaffen wir das noch mit? Oh, da ist Belohnung abholen, habe ich gar nicht mitgekriegt. Okay, die 7200, wir haben es fast geschafft. Wir haben jetzt 78.000 XP. Noch einmal sowas und dann müssten wir es eigentlich Level up haben. Irgendwie... Irgendwas greift mich an von irgendeiner Stelle. Ich fliege mal hier. Der Typ da hinter dir. Guck mal. Ich finde ihn nicht. Ich guck überall hin. Er ist tot gleich. Er ist tot gleich. Siehst du ihn? Hinter der Koralle? Ach da, der Vollstrecker. Checker, der Vollstrecker. Okay. Dann hier hinter dir so ein Vieh. So eine Ares-Mission, die bringen am meisten EP. Okay, dann dahin. Und man kann nicht ziehen bei dem Spiel, aber mit Ares-Mission geht es. Das sind da diese Art Fußabdrücke auf der Karte. Oh Leute, ich sehe da was. Wir sind schon bei 4,9 Gigabyte. Das ist ein Problem. Denn erstens habe ich nicht mehr so viel Platz auf der SSD. Und die Aufnahme wird zu lang. Ich wollte eigentlich nur. Oh, das ist ja hier so. Oh, der ist ja geil. Was habe ich denn jetzt hier auf dem Rücken? Eis! Müsste noch ein Nest drinne sein. Da war eben so ein Hund. So ein Roboterhund, wo man drauf schießen, wo so Golddinger rausfliegen, so Christit-Dinger. Ich glaube, ich bin hier gerade ziemlich alleine und es sind ganz viele Monster um mich rum. Mach sie tot. Du musst die Nester sprengen, sonst haben wir Dauerspawn. Nester, ich habe hier noch gar keine Nester gesehen. Da sind wieder so Viecher, das erinnert mich ja an dieses Starship Troopers. Yeah, Level 10, Leute, ich hab's geschafft, das wollte ich. Und jetzt kommt nochmal hier Ares Mission, Level 10 Aufstieg. Job well done, Ares 3-5. These Arana Hives would be a dangerous threat to civilian populations if it wasn't for Ares pilots like... 32.000 und ein Gesundheit. Na? Du. Bug. Beetle. Und jetzt Achtung, Leute. Level Aufstieg. Jetzt guckt euch das an. Level 10. Yeah! Beenden. Okay, war ziemlich unspektakulär, aber trotzdem geil. Ich freue mich dann immer wieder. Wir haben es geschafft. Und eine neue Kiste ist da. Belohnung erhalten. Bereit zur Abfahrt? Nee, wir müssen jetzt aufhören mit der Aufnahme. Die wird zu groß. Weil, wenn ich die jetzt uploade, dann wird das locker...
13, 14 Stunden. Und wenn ich jetzt noch weiter zocke, dann gute Nacht, Baby. Jo. Ja, wie gesagt, das ist halt Firefall. Echt lockerer Shooter, wenn man mal ab und zu halt eine Runde ein bisschen Monster slashen und EVP gibt's auch. Wie kann man nochmal den Charakter von vorne angucken? Du drückst. Ich weiß nicht, welche Taste du dafür belegt hast, ob du da was umbelegt hast. Ansonsten war es, ne, freie Sicht. Ja, gute Frage gerade. Hat man das gehabt? Ich hab gerade mal die. F9? Ja, genau. So sieht er übrigens von vorne aus. Mein Pionier namens Jasprin. Hier heiße ich mal nicht Torg, sondern Jasprin. Ja. Und da geht er ab. Jetzt schießt er genau in die Kamera rein. So als Abschluss. Und hier nochmal schönes Schild. Und ab geht die Luzi. Ja, dann soll es das gewesen sein. Ich freue mich, dass du mir geholfen hast, hier auf Level 10 zu kommen. Jo, gerne. Und dann mache ich jetzt mal Stopp mit 5,5 Gigabyte. Und das wird wieder ein Akt heute Nacht. So, und Stopp.